Wer lässt denn bitte ein Stück Pizza einfach so liegen? Also die halbe Pizza, okay, verstehe ich, aber wer beißt denn da vor allem? Wer beißt denn in den Rand? Leute, die die Pizza vom Rand aus essen, sind Leute, die ich nicht verstehe. Oh, Chips. Oder sind das Hühnchenbeine? Das sieht aus wie abgekaute Hühnchenknochen. Ja, ich bin die Erste, die das Spiel durchspielt. Ist es Tee oder Kaffee? Das sind Handschellen. Oh, nimm die Blumen mit und gib sie Ada. Wir können wieder zurück. Komm. Die wird sich bestimmt freuen und nicht sagen, voll verschwendete Zeit. Hätte sie nicht wenigstens hier drauf warten können, auch wenn da ein bisschen Blut ist? Ja, klar. Keiner nimmt zu. Oh Gott, hier ruckelt's. Ich mag nicht, wenn es ruckelt. Wieso ist hier schon wieder eine Kiste? Also, ich will mich nicht beschweren, aber warum? Ich kann immer noch nichts sagen. Warte mal, das brauche ich doch hundertprozentig hier nicht. Und warte, was steht da drauf? Wenn da keine Kanalisation drauf steht, dann... Okay, dann brauche ich den wohl auch nicht. Da habe ich irgendwas Cooles verpasst. Egal. Ich bin hier, um 100% zu schaffen. Doch, ich komme zurück. Zu Ada komme ich zurück. Guck. Ja, den gucke ich gleich an, aber erstmal muss ich hier beweisen. Guck. Und da ist gleich die Seilbahn. Da schau. So, was hat jetzt der Computer für mich, ja? Was hat Sekretärin Jenny denn gesagt? Schlafraumprotokoll. 18545 Toby Jackson, Zugang 3.44 Uhr verlassen, 7.31 Uhr. 18546 Sarah Takahashi, Zugang 4.51 Uhr verlassen, 7.08 Uhr. Walt Page, Zugang 12.03 Uhr verlassen, 13.36 Uhr. Was wollte die denn da? Anthony White, 12.05 Uhr, 12.48 Uhr. Was bringt denn das? Cyril Archer, 18.01 Uhr, 20.21 Uhr. Desmond Locke, 18.04 Uhr, 19.58 Uhr. Wayne Lee. Oder I. Also, ne? Hallo? Ein Mädchen. Hallo? Oh Gott, wie? MX Riel? Oder Riel? Ich bin nicht gut. Und hallo Smart. Smart Coder, aber Smart. Wie soll ich das denn aussprechen? Wie nennt man dich? Weil Smart Coder ist schon ein ziemlich langer Name, ne? Warte mal. Hier ist blau, das komme ich nicht rein, ne? Zugang ab hier nur für autorisiertes Personal. Entschuldigung. Gäste haben keinen Zutritt. Wie die sagen, keinen Zutritt. Ach, Marie. Ah, ha, 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 ha. Das macht Sinn. Hallo, Marie. Oh nein. Ach nein, jetzt komm schon. Tut mir leid, ich muss gleich mit meinem Hund erstmal gehen. Oh, nee. Ach, hallo. Hallo. Was? Oh, schön. Ah, und da komme ich nicht rein. Zombies, guten Abend. Ihr kommt da nicht raus, oder? Hallo? Hä? Hallo? Hä, der ist doch jetzt nicht umgefallen. Der ist umgefallen. Okay, warte. Okay, hier sind Sachen zu finden. Bitte bleibt liegen. Bitte beherrschen Sie sich, ja? Okay, gibt's hier noch was? Ja. Solange ich diese tollen Geräusche... voll Geräusche höre, heißt es, dies beschäftigt die Dame, ne? Oh.
Oh, das stört die gar nicht, okay. Was tut sie da mit dem? Oh. Zombies sind stark, hä? Was? Unser Menü ist basierend auf unserer aktuellsten Bioforschung auf ihren Nährstoffbedarf zu bestimmen. Warte mal. Genießen Sie unsere Auswahl gesunder. Dann nehmen wir jetzt was. Benzin. Ach, das ist für den Flammenwerfer. Oh. Ja, ich bin auch beim ersten Run mit Leon. Also. Wer? Mit deiner Jacke los. Oh! Hey, hier ist immer noch rot. Wieso ist hier denn immer noch rot? Und vor allem wird mir nichts angezeigt. Muss ich mir was bestellen? Hallo? Oh. Cool. Bleib mal bitte kurz liegen, ja? Noch was. Oh. Entschuldigung. Oh. Alter Schrudel, jetzt halt mal bitte hier den Rand, ja? Sieht nicht bequem aus. Hm. Ah, sie winkt. Guck mal, sie winkt. Also eigentlich würde ich ja gerne mal tagsüber streamen. Ja, also irgendwann mittags, nachmittags sowas. Aber ich komme einfach nicht aus meinem normalen raus. Es ist meistens spät abends. Ja. Hallo. Ah. Oh, das ist auf der anderen Seite. Warte mal, ich höre hier irgendwas. Das klang nicht gut. Das klang wie dieses Viech, vor dem man weglaufen musste. Einfach frittierte Snickers, lecker. Schmeckt bestimmt gut. Oh, das ist lieb von dir, danke. Ja, ich muss immer mal gucken, ne? Tagsüber ist immer so, irgendwas fällt einem immer ein, was man noch zu tun hat. Hm, ja, hm. Oder zählt das als ein Raum? Nein. Ich bin 25. Ich versuch's gar nicht mehr mit. Ich bin 22 Punkten noch was. 17, ja. Schön wär's. Wobei, 17 will ich auch nicht wieder sein. Also ich mag das schon, dass ich selbst bestimmen darf. Also 18 wäre schon okay. Hallo? Na? Oh Gott sei Dank. Oh, der ist tot. Oh, der ist für immer tot. Und wie alt bist du? Oh, hallo? Ah, danke. Den muss ich jetzt hier einsetzen, richtig? Ja. Gut. Das mag ich auch gern haben. Echt nicht? Krass. Regulierer, okay. Okay. Was? 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 Ja, und jetzt? Braucht er so viel Platz oder was? Was das auch immer ist. Oh, Glückliche. Warte, jetzt komme ich ja hier einfach durch, richtig? Gut. Braucht der viel Platz? Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Ja, das ist schön für ihn. Ich habe gerade keine Zeit, sorry. Das kann ich weg. Oh, das ist groß. Das hebe ich mir auf. Und dann kombiniere ich es mit einem anderen großen.
Okay, ich probiere das jetzt mal, ob das mit 4 Plätzen geht. Aber das wollte doch, dass ich es rausnehme, oder? Sonst hätte sie das Inventar nicht aufgemacht. Nee, da will ich nicht hin. Wie alt bist du denn? Wenn du dich alt fühlst. Hä? Ach, das will was haben. Jetzt habe ich es gepeilt. Oh Gott, ich bin so... Oh Gott, ich bin so dämlich. Ach. Intelligenz ist mein zweiter Vorname. Hier 29 ist doch voll okay. Also bitte, 4 Jahre ist auch kein Unterschied mehr, ja? Ja, 66, eindeutig. Ja, YouTube eigentlich schon, aber in letzter Zeit eher weniger. Also, ich muss das alles nicht regeln, wie ich das hinkriege, dass ich alles unter einen Hut bringe. Ich brauche mal einen geregelten Tagesablauf. Irgendwas von 10 bis 15 Uhr mache ich alles, was ansteht. Und den Rest muss ich anderes machen. Sowas wie streamen oder Videos aufnehmen oder so. Es gibt so ein paar Let's Plays auf meinem Channel, ja, aber es ist schon lange nichts gekommen. Ja. Will ich davon irgendwas mitnehmen? Nee, ne? Will ich nicht. Schießpulver normal, normal, normal. Gelb, ja. Aber ist das groß oder ist das nicht groß? Gibt es die überhaupt in groß? Egal. Also, dann tut es mir jetzt leid, aber jetzt muss ich mit meinem Hund gehen. Es ist leider so, wenn es windig ist, dann muss ich früh mit meinem Hund gehen. Weil der sonst stirbt. Oder ich, heute Nacht. Deswegen, also ich mache jetzt eine, keine Ahnung, 25 Minuten Pause, leider. Und dann spiele ich weiter. Also wenn ihr dann geht, dann gute Nacht. Ansonsten bis später. Da ist eine Kerze immerhin drauf, ja. Also es ruckelt hier echt so hart. Immer da bei dem Raum. Ach ja, ja. Also Sam, ich habe das Gefühl, meine Vermutung, dass es fast vorbei ist, war nicht richtig. Hä? Hier ist es blau und ich kann da was aufheben. Alpha and Ghost. Zielperson bewegt sich zum Westbereich. Versucht wohl, das G-Virus und das Antivirus zu holen. Hier Ghost, verstanden. Rendezvous an Punkt W3. Roger. War Ghost nicht einer von Call of Duty? Hier Alpha, Zielgebiet erreicht. Verstanden, warte auf Zielperson. Hier Alpha, Sichtkontakt mit Zielperson. Er wird den Safe öffnen. Roger, erwarten Signal. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Karma wohl nicht. Das G-Virus ist im Westbereich. Alles klar. Zu ID-Armband Mitarbeiter. Bin ich das nicht? Warum haben diese Superschurken eigentlich immer irgendwo ganz weit unten so krasse Dings. Buildings. Was ist das? Will ich das wissen? Egal. Wer weiß, ob das eine Bedeutung hat. Vielleicht sollte es einfach nur cool aussehen. Aha. Wieso muss ich da an HIV denken? Entschuldigung. Es tut mir leid. Okay, Entschuldigung. Ich wollte nur gucken. Kann ich da rein? Nein. Okay. Aha. Also ich muss noch 2 Stufen finden. Führungspersonalrechte für Brückenzugang erforderlich. Okay. Ich habe verstanden, das Ziel des Spiels ist, dass ich mein ID-Armband verbessere. Okay, ich habe es verstanden. Oh, so. Ja, aber reicht denen nicht irgendwie so, weißt du, muss es immer so übertrieben sein?
Das meinte ich. Also, dass es nicht an der Oberfläche ist, ist mir schon klar, warum, aber warum muss es immer so übertrieben sein? Aha. Das ist eine Stufe und der läuft zwei hoch. Mutti? Komm jetzt wieder Insekten, ich meine, ich habe einen Flammenwerfer. Also da sind schon Insekten. Tut ihr mir was? Nee, okay. Ich vermisse Daddy. Aber Daddy ist wahrscheinlich der, der mit dem Container mit mir runtergeflogen ist. Blümchen. Gibt's hier noch was? Hier sind überall irgendwelche Dosen, die ich zu irgendwas mischen könnte. Aber ich darf es natürlich nicht mitnehmen. Warum auch? Das könnte mir was bringen. Oh. Oh, toll. Ja, aber können die sich nicht irgendeine tolle Ferienvilla irgendwo holen? Hallo Marie, danke nochmal für den Follow. Falafel. Oh. Essen. Nee, ich bin nur. Warte. Von da hierher gekommen. Das war alles, was ich gemacht habe. Jetzt bin ich hier. Okay. Geht hier die Tür auch auf? Nein. Gut. Da war noch eine Tür, ne? Geht die Tür auf? Die sieht so anders aus. Das ist bestimmt... Nee, das ist... Ach, das ist ein Schrank. Das ist eine Tür, eindeutig. Den überirdischen Komplex, genau. Kein Kommentar? Ah, okay. Was ist hier passiert? Ich würde sagen, eine Pflanze, also eine fleischfressende, ja? Eine fleischfressende Pflanze hat den nicht gefressen, sondern dahin. Was ist das? Was ist das? Es wackelt. Was ist das? Was ist das? Wenn es nur eine Leiche ist, warum wackelst du dann? Oh Gott. Oh. Danke für den Follow, Warcraft. Das ist süß, danke. Was ist das? Führungspersonalrechte für Computerzugriff erforderlich. Senior Staff, okay. Was ist das? Geht weg, ihr Fliegen. Ihr seid nicht das Problem, habe ich gemerkt. Auch brennen. Hallo? Mach das gleiche, was sein Freund gemacht hat.
Ja, ja, ist einfach. Also assistiert. Ich will beim ersten Durchgang nicht schwer spielen oder normal oder sonst was. Weil ich einfach keine Butter Queen bin. Ich musste noch kein Gift heilen, ne? Also ich habe Resident Evil nie wirklich gespielt. Ich war immer Team Silent Hill. Tut mir leid, die Filme habe ich gesehen und den siebten habe ich halt gespielt. Und sonst habe ich immer mal wieder in Streams reingeguckt. Also ich kenne keinen anderen Resident Evil Teil ganz. Das habe ich nur bruchstückhaft gesehen. Okay. Ich will nicht so viel Schwachsinn mitnehmen. Was ist das? Oh, ich muss niesen. Oh Gott. Oh. Ui, ich habe keinen Code. Geh weg. Oh. Echt? Also auch die ganz alten, den Einser, den, oh Gott, wie heißen die alle? Ich hab so viele auf Steam, habe sie aber nie gespielt. Was ist das? Lösung wird zerstört. Aha. Ja, ich habe auch gehört, dass also dass irgendwie das bei Resident Evil genauso sein sollte wie bei Silent Hill, dass halt irgendwann ganz komisch wurde. Und ich meine, ich habe das ja auch mitgekriegt, dass jetzt mit Resident Evil 7 und 2 wieder Back to Basics kommen sollte, weil alle immer so enttäuscht waren. Ich habe den vierten mal angefangen, aber irgendwie. Gut, zu der Zeit habe ich auch noch kein Pub gespielt. Vielleicht. Ich müsste dem nochmal eine Chance geben, aber mein Aim ist halt echt einfach. Gut. Ist doch ein schönes Hobby, also da kenne ich echt schlechtere Hobbys. Ich hatte leider nie wirklich Freundinnen, die Spiele gespielt haben. Also die eine, meine damalig beste Freundin, hat Sims gespielt. Das war schon krass. Ach nein. Warte mal, ich gehe glaube ich nochmal ganz kurz zurück und lege irgendwas in die Kiste. Ich habe das Gefühl, Ich brauche Platz. Allein schon für Muni oder irgendwas. Ach, hier. Das war ja Gott sei Dank nicht so weit der Weg. Und da die scheinbar tot sind, so wie wenn bei den Zombies die Köpfe explodieren, gehe ich einfach mal davon aus, dass ich safe bin. Teilerkartusche. Das tue ich weg, das tue ich weg, das brauche ich. Das brauche ich auch. Oh Gott, ich brauche alles. Behalte ich. Keine Ahnung, wofür ich die brauche. Komm, die benutze ich eh nie. Da sind zwar 24 Muni drin, aber egal. Ich habe so viele andere Sachen. Wenn ich schon mal hier bin. Ja, ich fand den vierten eben auch. Also ich war gerade am Anfang. Ich habe wirklich nicht weit gespielt. Irgendwie ein bisschen weiter, als wenn man ins Dorf kommt. Ins erste. Ich hab so. Also keine Ahnung. Ich hatte schon am Anfang so Muni-Probleme, aber. Also bei Resident Evil finde ich es generell, dass man am Anfang die meisten Muni-Probleme hat. Also Resident Evil 7 habe ich, glaube ich, auf normal gespielt. Also nicht einfach, sondern das den mittleren Schwierigkeitsgrad. Und da hatte ich irgendwann auch so viel Muni. Ich bin eher so die Schlagtante, deswegen mochte ich Silent Hill. Da braucht man. Hallo, Eiterbeutel. Darf ich kurz die Blume pflücken? Danke. Bleibst du da? Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh, das klingt sehr vertrauenserweckend. Hier kommt nichts. Okay. Oh, toll. Toll, dass ich gerade weggeräumt habe. Das ist aber toll. Oh, danke, dass du mir noch mehr Müll gibst. Also, ist kein Müll, aber. Es ist noch rot. Was kriege ich hier denn noch alles? Ah, das ist ein Zettel. Ein Zettel ist okay. Aber dann ist es krass, dass sie Resident Evil gespielt hat. Also. Ich bin voll die Schlägerin.
Unkrautvernichter Synthese für Gewächs 43. Okay, also muss ich Unkrautvernichter herstellen. Gut. Leere Kartusche im Lösungsausgeber platzieren. Erforderliche Menge um Nummer 21b. Was war das nochmal? Oh Gott, Schulzeit. Oh Gott, was war das nochmal? Ich nenne es jetzt Elfer, ja? Einfüllen, umgehen, kühlen. Gewächs 43 zeigt beeindruckendes Wachstum. Sollte etwas Unerfreuliches geschehen, ist alles gut. Alles war erfreulich wahrscheinlich. Wäre es schwer zu kontrollieren. Im Fall eines unvorhergesehenen Vorfalls sollte nach den oben stehenden Anweisungen ein Unkrautvernichter hergestellt werden, um den Schaden möglichst gering zu halten. Was? Pflanze 43 vernichten. Verteilerkartusche erhalten. Die habe ich. Die Kartusche habe ich. Was ist denn hier? Ist hier noch was? Ist es rot? Oder ist es einfach nur rot, weil ich hier halt irgendwas machen muss? Ja, das ist mir tatsächlich lieber. Okay, da ist ein Code drauf. Das ist einmal ein L und ein umgedrehtes L. Dann ein I ohne Punkt. Gut, der Rest, der ist weg. Das ist schön. Das freut mich. Das brauche ich auch nicht. Du bist ohne große Verletzung davon gekommen. Von was, hä? Also hier muss ich das mischen, ja? Vielleicht ist es deswegen rot. Ich ignoriere jetzt einfach, dass der Raum rot ist. Toll, dass ich im Kreis gerannt bin und die Tür hier ist. Wo muss ich denn hin? Ich kam von da... Okay. Hier, weiß ich nicht, ob es eine Tür ist. Gewächshaus. Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Vielleicht dahin? Ich gucke mal.